Warte, jetzt heute mit dem Trick der Specials America und wir machen heute weiter. Ja, ihr seht gerade, wir sind schon in der letzten Leiste angekommen. Es ist nicht mehr allzu viel für dieses Let's Play. Das sind die letzten Folgen, die hier noch anstehen. Und zwar 8 Stück. So, okay. Gehen wir rein? Gehen wir rein. Time Attack. Und heute wieder fahren wir mit dem Ford GT. Letzte Folge sind wir mit dem Ferrari gefahren. Und ja. Gut. Wir melden uns heute aus San Francisco. Ja, San Francisco, Amerika. Und hier bedeutet wieder 5 Runden. Die beste Zeit. Es geht nicht um Positionen, es geht nur rein um die besten Zeiten. Wer fährt hier die schnellsten Runden? Wer nicht? Der Nachteil ist, dass alle ein bisschen gleichzeitig auf der Strecke sind. Das heißt, ja, man steht sich auch größtenteils mal selber in den Weg. Oder jemand anders, mit dem Kollegen. Hier dürfen natürlich auch kein Tracklimit überschreiten, weil dann wird die Runde gestrichen und dann hast du den Fall schon mal. Warum du so weit drüber fährst, wegen der Kurve, bleibt doch dein eigenes Geheimnis. So, in der letzten Folge konnte dieser Herr hier vor uns, das ist übrigens unser Teamkollege, deswegen auch das coole Zeichen darüber, uns schlagen, weil wir eine 4-Sekunden-Strafe bekommen haben. Und damit war das Thema Sieg von dann ausgeträumt in Silverstone. Aber ist egal, damit konnte er zumindest da wir die beste Runde gerade gefahren sind, konnte er zumindest den zweiten Platz in der Gesamtwertung klar machen. Und das hoffe ich, dass er das jetzt gleich wieder macht. Wobei ich mir noch nicht sehe, wie weit er was die Position betrifft. Ich bin auch mit dem auf den Sack. Wir sind viele Ford GT unterwegs. Auch heute sind es nur 2 Rennen, also ist es nicht viel. Danach wird es wahrscheinlich wieder Napolis sein. Wir sind ja auch nur noch mit dieser Folge hier 8 Stück. Jetzt sind wir ja schon durch mit dem Let's Play. Also was heißt, wir sind dann schon durch. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe ja dann die Dings dazu gekauft, die Seasons dazu gekauft. Knapp 15 Euro pro. Also ich habe das Spiel dann 20 oder 30 bezahlt. Das ist auch 50 Euro. Das ist ja so. Aber ich wollte es heute komplett euch zeigen, wenn ich etwas komplett mache. Wenn ich etwas mache, dann nicht komplett machen. Dann kann ich erstmal etwas längere Pause machen, weil wir momentan, also wir sind jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich schon im März oder so, und ich bin hier momentan noch mal im Januar, also gut, anderthalb Monate voraus, ja. Oder sehr stark, also. Aber es sieht einfach momentan, ich habe Bock auf das Spiel, und ich würde sagen, ich habe noch viel Zeit dafür momentan, es durchzufahren, durchzuarbeiten. Da habe ich das Thema auch irgendwann dann durch. So, Moment. Ein Bremsgriff, wir haben ein Ziel erfüllt. Aha. So, wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde und tatsächlich hat es geschafft, unser Teamkollege schafft sich da vorne noch mit dabei zu sitzen und ist momentan mit der 1-6-4 glatt auf Platz 2. Das gefällt mir doch, das macht auch viel mehr Mut.
Robot. Ferrari, das könnte vielleicht auch noch einen neuen Weltmeister geben. Eine ganze Sekunde haben wir uns gerade das Zimmer verbessert. Ah, das war ein bisschen zu eng und da schlüpft sie mir dann nochmal mal drüber durch. Ja, ich komme mit dem Ferrari gerade nicht vorbei, das kostet Zeit, damit ich die Runde auch eigentlich steht. Ne, diesmal nicht. Diesmal ziehst du mir nicht hinten vorbei. Komm, komm. Ach, ich hoffe, dass der Kollege noch mal ein bisschen was verbessert hat. Weil das wird nämlich da hinten, die nächsten beiden sind auch nur ganz knapp dahinter. Ich habe das jetzt bewusst mal mitgegeben, weil damit sich nicht verbessern kann. Das war nämlich mein Ziel. Ja, hat gereicht. Also nachdem er so Anfangsspiel seine Schwierigkeiten hat, ist er da echt mittlerweile gut dabei. Gut. Führe 500 Bremsdrifts durch. Ach gut, ja, wir haben ja schon einiges gemacht. Ja, Indianapolis ist es. Und das ist 3,72 Kilometer lang, diese Strecke. Und auch hier sind wieder 5 Runden. Die Position könnte er quasi ein bisschen ignorieren. Ich stehe zwar auf 2, aber es geht ja eh nur rein um die schnellste Rennrunde. So, wie haben wir jetzt? Letzte Lauf. Was denkst du gerade? Wenn man kommt. Oh, ich glaube, das Rennen geht gleich los. So, während ich den hier Zeug hier hoch aufnehme, steigt der weiterhin und dann kann man ja auch gucken, was ich mein neues Projekt angefangen. Aber dazu sollte man sich ein bisschen konzentrieren und das hat eben nicht funktioniert, weil wir jetzt gerade genau das, was ich eben angesprochen hatte, dürfte nichts rauskommen. Ich würde mich Zeit gerichten. Und genau das ist jetzt passiert. Die Runde ist nämlich schon gestrichen. Also noch mal ran in der nächsten Runde. Gut, es gab schon Leute, da sind mir 2 Runden direkt gestrichen worden. Und ja, das war auch Absicht, weil der hat auch schon immer wieder Ärger, denke ich, gemacht. Die Runde, die kostet sich ihm jetzt quasi. Das war jetzt ein bisschen Absicht. Wir müssen doch mal in der zweiten Runde probieren. So, momentan der Führung der schnellste Moment ist unser Teamkollege, der sehr deutlich sich jetzt gerade anbietet. Über 3 Sekunden. Unsere Runde ist jetzt erstmal gestrichen worden. Ich gehe jetzt gerade mal ein bisschen runter von der Bremse auf die Bremse. Weil hier bin ich eben ein bisschen leicht zu schnell mal rausgerutscht. Apropos Typen, nee, das ist ein neues Auto, ne? Das ist nicht die Kollege. Das ist ein gelber Kreis, ne? Nee, alles gut. Und das ist das gleiche wieder passiert und diesmal komme ich auf die Kurve und wieder raus. Zweite Runde auch weg. Und momentan sind wir noch 2 Runden ohne Zeit doch da. Da bin ich mit Marsch hinten auf die Kurve gekommen und dann hat das Auto da liegt in die Mauer verabschiedet. Das bedeutet Runde gestrichen. Keine Chance, gerade irgendwas zu riskieren, zu kontern. Ja, ich brauche eine freie Runde. Das ist halt jetzt zweimal einfach ein Unachtsamkeitsfehler passiert. Im ersten Mal beim anderen so mit rausgerutscht, beim zweiten Mal einfach hinter dem Kopf gekommen und
Da hat sich der nächste weggedreht. Diesmal ist es uns aber egal. So, ich lasse ich jetzt gar nicht. Gehe ich jetzt gar nicht in die Lücke rein. Ah, du. Hältst du ein bisschen auf, Kollege? Dankeschön. So, können wir jetzt in einem dritten, im dritten Lauf nochmal eine neue Runde setzen? Oder streicht er uns Runde Nummer 3 in Folge? So, diesmal funktioniert es, aber diesmal... Ne, auch die dritte Runde geht uns. Also langsam nervt es mich jetzt. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt geht es nämlich erstmal unter Druck, weil wir in der dritten Runde auch ohne Zeit noch da sind. Jetzt. Vor allem dreimal an einer anderen Stelle. Jetzt nervt mich doch. Mach ich auch abfahren wieder. Das ist jetzt dreimal an derselben Stelle, dass es mir da eine Runde, dass mir die Runde weggenommen wurde. Drei verschiedene Stellen. Oder? Aber in der ersten Kurve dann einmal dieses Links, eine Linkskurve, mich auf den Kopf gekommen. Und jetzt auch wieder ein Quersteher drin, der bei der Bombe kommt. Wir haben noch zwei Versuche. Ja, momentan sind wir auf 16. Wir haben keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, und das ist halt Time Attack, ne? So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt ein bisschen Konzentration. Die Zeiten werden ja gut. Die werden ja mit dabei vorne. Aber es würde momentan reichen, es uns nicht, irgendwas zu machen. So, ich versuche jetzt natürlich ein bisschen zu konzentrieren jetzt. Weil ich habe jetzt noch freie Bahn etwas. So, die Zwischenzeiten sehen jetzt momentan relativ gut aus. Die Rechtszeit, die sind immer davon so eigen, ne? So, ich muss jetzt im vierten Anlauf mal eine Runde sitzen, ne? Laufen, die Zeiten sind gut, die ersten drei Sektoren sind violett, das ist immer gut so. Und ich hoffe, dass es reicht, um uns damit da vor der Rand zu setzen. Und dann sind wir ja nur auf 16 und das ist nicht gut. Jetzt schön in den Windschatten rein, vielleicht sogar das ein oder andere Unnütze noch mit nach Hause nehmen. Und jetzt geht's in die andere Zeit. Im vierten Anlauf haben wir das Zeit. Jetzt ist es nämlich egal, ob wir jetzt rausrutschen. Weil jetzt ist der Druck weg. Jetzt sind wir im Führer. Jetzt fliegen wir auf 1 und 2. Und der Teamkollege mischt sich dann nochmal mit ein. Weil jetzt ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, ob wir nochmal rausrutschen. Richtig ist, oh, da flog eine Schulfange. Weil jetzt ist es... Die nächste hinten auch direkt weg. Okay, aber ist egal. Weil jetzt ist es so, dass man dann rausrutscht. Weil jetzt keine Zeit durchgestrichen wird. Wir haben etwas Zählbares auf der Uhr. Wir haben drei Versuche. Und dann würde ich schon mal einen Wachlevel. Das habe ich mir auch. Nicht, dass wir hier komplett ohne Zeit damit hinterlassen. Das ist bisher noch nicht passiert. Aber... das wäre nochmal ein ordentlicher Nackenschlag gewesen. Wir haben jetzt den Rückstand gerade. Ich mache ich noch mal ein bisschen ausholen kann. So, kann man es noch mal ein bisschen verbessern. 23 war die Bestzeit, ja? Ja, 22,6, wenn ich richtig gesehen habe. Nochmal eine gute halbe Sekunde, die wir uns verbessert haben. Ah, sorry. Und es reicht für den ersten und zweiten Platz fürs Team. Yay! So.
Level 36 mittlerweile schon. Und damit sind wir auf 1, 2 und 3. Also 1 und 2, so ist es eigentlich richtig. Gut. Ja, mit dem nächsten Teil machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Track Day Specials Asia. Und dann geht's straight Richtung Finale. Also viel haben wir nicht mehr zu fahren heute. Da freue ich mich drauf, wenn ihr das auch wieder auf jeden Fall hier auch wieder einschalten würdet. Bis dahin und tschüss.